Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Blazy Beaks. Ich spiele die Story weiter auf normal. Hoffentlich schaffen wir heute mal irgendetwas, zumindest irgendwas Neues zu sehen. Heute spielen wir den Bluebird, der hat am Anfang 3 von 4 Leben, hat nur die Pistole. Das wird, glaube ich, ein bisschen kacke werden. Wir müssen also relativ schnell eine neue Pistole holen. Und jedes Mal, wenn er Damage bekommt, wenn er noch ein Leben hat, schrumpft seine maximale HP. Ich weiß nicht, ob das nur um 1 runtergeht oder um so viel, wie wir Schaden bekommen haben. Das ist auf jeden Fall mega scheiße. Aber der nächste Punkt ist ganz gut, weil jedes Mal, wenn wir dann zum Boss gehen, konvertiert der alle 5 Münzen in 1 HP um. Das heißt, wenn wir viele Münzen einsammeln und dann zum Boss gehen, dann könnten wir da zumindest viele Leben haben. Das klingt ganz nett und den spielen wir deswegen heute. Das einzige Doofe ist halt wirklich seine Waffe. Das Gute ist halt, sobald wir zum ersten Shop gehen und da zumindest ein bisschen Münzen haben, ich hoffe einfach mal, der hat auch eine höhere Münzen-Drop-Rate oder sowas, dann ist die Chance zumindest da. Oh, die Pistole ist gar nicht so schlecht, oder? Schießt recht schnell, hat guten Damage. Nein, da war eine Münze, ich habe sie gesehen, aber nicht eingesammelt. Auf jeden Fall, im ersten Shop ist die Chance eigentlich recht hoch, dass man für 3 Münzen eine schöne neue Waffe bekommt, aber ich glaube, ich bin eigentlich sogar recht zufrieden mit der Pistole. Ich hätte mir vorgestellt, dass sie wirklich viel schlechter ist. Weil Pistole klingt ja erstmal langweilig und scheint war garantiert auch langweilig zu sein, aber dafür schießt sie ganz schön schnell. Und die muss anscheinend auch nicht nachladen oder so, dass das so nur so ein Revolver ist oder so, dass man nur 6 Mal schießt und dann ist alles blöd. Oder wie viele Schüsse hat ein Revolver? Leute, kennt ihr euch mit Waffen aus? Hat ein Revolver 6 Munition oder 9? Ich als alter Russian Roulette-Spieler müsste das eigentlich wissen, aber weiß ich leider nicht. So, in den komischen Raum kommen wir nicht, wir wurden nicht getroffen, also auch kein Geheimraum. Da müsst ihr jetzt immer drauf achten. Und ja, ich hoffe einfach mal, wir kommen zumindest noch mal zum dritten Boss. Das wäre doch schon mal was. Da waren wir lange, lange Zeit nicht mehr. Ich möchte dieses Spiel zumindest einmal durchspielen oder zumindest zum Endboss kommen, um zu gucken, ob da vielleicht irgendwie eine Cutscene am Ende kommt. Das wäre richtig schön. So, was haben wir hier? There will be no weapons to buy in the shop. Das ist richtig schlecht. Das wird alles kaputt machen, was wir gerade machen wollen. Ich gehe noch nicht zum Boss, by the way. Ich habe auch den Shop. Ich möchte nämlich auf jeden Fall zum Shop. Eine neue Waffe ist auf jeden Fall notwendig. Ich wollte heute übrigens eigentlich streamen. Aua, shit. Wurde jetzt aber nix, weil mein Bruder unverhoffter Dinge einfach nach Hause gekommen ist. Und einige wissen es vielleicht, ich mag meinen Bruder jetzt nicht so gerne. Und ja, deswegen konnte ich nicht streamen, weil er jetzt immer rumnervt, wenn er hier ist, bla bla bla. So, die Waffe sieht ganz nett aus, die wir hier haben. Wir haben nur ein Leben, das ist natürlich ein bisschen richtig kacke. Ein bisschen richtig kacke ist das. Dafür ist die Waffe umso besser. Okay, die prallen ab und sind so ein bisschen dunkle Materie mäßig. Das ist cool, dass es abprallt. Das gefällt mir mal richtig gut. Wenn es jetzt noch eine Waffe gäbe... Oh, doch, die pierst auch, ne? Hat die einen Piercing-Shot, dass sie durch Gegner durchgeht? Weiß ich nicht. Ist auf jeden Fall nicht die allerschnellste Waffe, so vom Speed her, wie die rumwobbelt. Aber ist, glaube ich, ganz gut. Damage ganz gut. Schießt relativ okay. Doch, gefällt mir, glaube ich. Also für 3 Münzen kann man da, glaube ich, nichts falsch machen. Bin mir nicht so ganz sicher, ob ich die besser finde als die Pistole, aber passt schon. Your Projectile Speed is reduced. Nee, das wäre richtig schlecht. Nehmen wir nicht mit. Haben wir 5 Münzen? Nee. Wir brauchen zumindest ein Herz oder 5 Münzen. Shit, bevor wir zum Boss gehen, weil mit einem Herzen zum Boss gehen ist jetzt nicht das Geilste. Ein Schlüssel, okay. Hat auch was, aber ich hätte lieber ein Herzchen. Oh Mann, ich will nicht, dass das sich schon wieder so schnell endet. Ist das Ding ja gerade ausgelöst, weil da ein Artefakt rübergegangen ist? Reduce Reload Speed and Fire Weight by 40. Ja, warum nicht? Okay. Ja, schade. Mit einem Herz zum Boss. Ich glaube, das wird nix. Vor allem, weil der Newt einfach 3... Oh Gott, ey. Weil er einfach... Wir können ja einfach mal die ganze Zeit schießen. Er hat 3 Totenköpfe. Wir müssen auf jeden Fall aufpassen. Oder hoffen, dass er eventuell ein paar nette Herzen droppt. Aber so wie ich ihn kenne, macht er das sowieso nicht. Denn er ist ein Blödmann. Oh, guck mal, da doch. Toll, wir haben ihn fast gar nicht getroffen. Und wir sterben trotzdem, wenn er uns einmal trifft. Richtig geil. Komm, hier mal. Oh, jetzt vielleicht nicht mehr. Ich glaube, jetzt zieht 2 Leben ab, oder? Mit einem Hit. Hey. Okay, der Gegner ist wirklich voll gut, weil der so viele Sachen spawnt. Wir spawnen so viele Herzen, mein Dude. Das ist echt unfassbar. Der ist wirklich nicht der allerschwerste Boss. Aber wenn er dann mal trifft, dann ist er natürlich sehr nervig. Jetzt haben wir sogar ein kleines Polster an Leben. Ist ja mega gut. So. Hä? Wir spawnen einfach unfassbar viele Leben. Was ist denn los mit dir, Dude? Schieß bitte schneller. Okay, diese Waffe ist ein bisschen blöd, weil sie schießt nicht sofort, nachdem man einmal getroffen hat.
Es gibt ja Waffen, die schießen sofort, nachdem man mit dem letzten Schuss den Gegner getroffen hat. Aber bei dieser Waffe ist das leider nicht so, sondern die hat eine vorgegebene Fire Rate. Bisschen schade, aber passt schon. Leben verloren ist auch okay. Boah, dieser Kampf wird ewig dauern mit dieser Waffe. Ich glaube, ich will doch eine neue Waffe haben. Also für die normalen Räume ist das okay, diese Waffe, aber für einen Boss dauert das einfach viel zu lange. Das ist super nervig. 1, 2, 3, 4. Nee, oh, wir treffen ihn nur dreimal. 1, 2, 3, 4. Ja, okay, viermal kann man schaffen, wenn man ihn sofort trifft. Oh, oh, hier oben. Nein, Newt, mach sofort, was ich sage. Danke. Bist ein guter, bist ein braver, ihr braver kleiner Frosch, ihr braver kleiner Frosch. Und nochmal. Okay, wir sliden auf die andere Seite und stirb. Das sollte ja wohl lang. 1, 2, bitte lang. Oh, come on. Oh, ich hasse das, dass dieser Kampf so lange dauert. Danke. Money! Können wir alles einlösen, falls wir keine Leben mehr haben. Was haben wir hier? You can't pick up coins. Das ist mega sad. Wollen wir nicht. Voodoo Doll. Reduces HP for all the enemies by 10%. Mega gut. Propeller. Müssen wir zumindest mal mitnehmen, damit da im Wikipedia drin steht. Can't pick up coins ist natürlich mega blöd. Vor allem, wenn wir eine neue Waffe haben wollen. Ich nehm's mal nicht mit. Wir haben vor allem schon 2 Artifacts Points. Aber oh Gott. Okay, wir brauchen auf jeden Fall eine neue Waffe. Die ist viel zu langsam und macht dann auch noch zu wenig Damage. Oh Gott. Aber ich glaube, die ist einfach nur langsam, weil wir so ein Artefakt eingesammelt haben, oder? War vielleicht nicht ganz so schlau. Aber sie wirkt jetzt auch nicht wirklich stark, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, die Waffe ist nicht so toll. Ich will eine neue. Wir haben hier zum Glück auch gleich unseren Shop. Dann können wir unsere Artefakte abgeben, uns eine neue Waffe holen. Und dann geht es uns bestimmt richtig gut. Kann man eigentlich den Weg auch wieder zurückgehen? Das geht da... Ach nee, ist gar nicht der Weg zurück, ne? Aber wir gehen auf jeden Fall in den Shop rein. Das ist ja wohl schon mal klar. So, wir hätten eine 8-Münzen-Waffe. Herzchen. Ein Coin jedes Mal. Chance that you will not take any damage. Auch mega gut. Achso, hier, das ist die Klimaanlage. Ich wundere mich gerade, wo dieses Sch-Dings herkommt. Aber das ist nur die Klimaanlage von dem kleinen Pinguin. So, wir können eine Random-Waffe holen für 6. Oder diese richtig teure Waffe. Das sieht aus wie ein Plasmastrahl oder so. Ich nehme sie mal mit. Ist bestimmt ganz toll. So, was war sonst mal wie los? Ich habe When the Darkness Comes. Oh, ich glaube, die Waffe hatten wir auch schon mal. When the Darkness Comes habe ich aufgenommen und auch gespielt. Ja. Werde es aber wahrscheinlich nicht hochladen, weil das Spiel, also es ist ein kostenloses Spiel auf Steam. Ja, wo es so ein bisschen um Depressionen geht und soziale Ängste und so ein Scheiß. Und die Kritiken dafür waren eigentlich ganz geil. Und das Spiel ist halt auch umsonst. Ist so ein bisschen. Im Internet haben die gesagt. Oh Gott. Im Internet haben die gesagt, dass es ein bisschen wie Stanleys Parabel sein soll. Also ein Walking Simulator, wo irgendein Typ die ganze Zeit mit dir rumspricht. Aber irgendwie war Stanleys Parabel doch sehr viel besser. Keine Ahnung, hat mir jetzt nicht so gut gefallen. Hat mir jetzt auch nicht so viel gegeben. Ich dachte, das wäre vielleicht ein bisschen depressiver und so. Das hätte ich voll toll gefunden. Aber leider, nope. Kann ich nicht empfehlen. Habe ich das aber gestern auf jeden Fall 1,5 Stunden gespielt. Für gar nichts. Das war toll. Hat mir gar nichts gegeben. So, wir haben wieder 9 Münzen. Ich glaube, dieser blaue Vogel hat auf jeden Fall eine größere Chance, dass er irgendwas droppt. Was noch richtig geil wäre, wäre dieses Artefakt, dass wir auf diesem Schleim uns bewegen können. Das gibt es ja auf jeden Fall, weil ich habe das Gefühl, wir tun uns selber weh, wenn wir über diesen Schleim laufen. So, was haben wir hier? Takes away all of your coins permanently? Nope. Coins sind sehr, sehr wichtig mit unserem Typen hier. Chunks to lose one coin or one key every time you enter next level ist auch mega kacke. Nee. Ich glaube, mit dem blauen Vogel muss man wirklich auf diese Coin-Strecke gehen. Dass man halt wirklich sich mal heilen kann beim Boss oder halt sich tolle Sachen im Shop leisten kann, weil seine Anfangswaffe halt so mega bad ist. Und das ist eine ganz gute Sache. Und später, wenn man halt dann im Level selber auch ab und zu mal getroffen wird, dass man sich dann hochheilen kann. So. Okay, was war das? Da konnte man Leben reintun und dann hat man irgendwas anderes rausbekommen, ne? Ich hatte noch nie eine andere Maschine. Ich weiß aber, dass es andere Maschinen gibt. Was ich auch noch gesehen habe, Leute, im Steam Workshop gibt es noch mehr Sachen. Nee, warte, falsches Spiel. Falsches Spiel. Ich habe in den Steam Workshop von Dead Cells nachgeguckt. Da gab es nämlich einen Boss Rush.
und tolle Sachen. In diesem Spiel gibt es, glaube ich, nur Aussehen-Sachen. Im Steam Workshop bisher zumindest. Okay, dann never mind, Leute. Aber ich habe in Dead Cells ganz tolle Sachen runtergeladen. Nur so als Info. So, minus 1 HP every time your active abilities charged, unless you have only 1 HP left. Mega dumm, wieso sollte ich das machen? Hui! Haben wir hier, no locked or secret doors. Okay, wir haben sowieso gerade keine Schlüssel, das passt schon. Wir könnten sofort zum Boss gehen. Das Ding hier war, glaube ich, auch doof. Nee, ist okay. Ja, wollen wir schon zum Boss gehen? Ja, spricht, glaube ich, nichts dagegen, oder? Und jetzt sollten wir eigentlich ein volles Leben bekommen. Da ist unser Herz zu uns hingeflogen. Mega geil. Finde ich ja mega gut. Haben wir einfach mal 5 Münzen eingesetzt. Guck mal, er kriegt jetzt vor allem die ganze Zeit Schaden, oder? Weil wir ja unter ihm dieses Gift machen. Ich glaube, bei diesem Gegner oder allgemein bei den Bossen, oh Gott, ist diese Waffe, die wir gerade haben, mega gut. Dafür ist halt die Kehrseite, dass man sich da auch selber verletzen kann. Ja, man, guck mal, mit 3, oh Gott. No! Ich habe Max HP-Leben verloren. Das ist natürlich mega brumm. Ja. 3 Phasen und er ist tot. Läuft auf jeden Fall. Wir haben leider einen Max HP verloren. Das ist mega sad. Das Ding war, glaube ich, richtig gut. Ability to freeze all active enemies. Kann gut sein. Kann aber auch nicht so gut sein. Mag ich diese Fähigkeit, die wir gerade haben? Ich weiß nicht. Diese Slide-Fähigkeit ist schon geil irgendwie. Decrease Fade Time by half. Okay. Chunks that you will not be charged for weapon purchase in the shop. Okay, mega gut. Können wir uns kostenlos Sachen kaufen im Shop. Soll ich die mitnehmen oder soll ich meine Slide-Fähigkeit behalten? Wenn wir halt unser Artefakt loswerden, dann können wir wirklich die ganze Zeit sliden. Das ist jetzt gerade nur so eine hohe Cooldown, weil wir halt irgend so ein Artefakt haben. Aber die Leute einfrieren ist auch geil, vor allem in den nächsten Ebenen. Ich glaube, ich nehme mal lieber mit, dass ich die einfrieren kann. Ist vielleicht ein bisschen besser. Dann können wir sie einfrieren, unter dem Gift machen. Dann geht es uns richtig gut. Hier, wenn die Dudes hier rauskommen, dann können wir die einfach einfrieren. Dann machen sie nämlich nicht irgendwelche komischen Sachen. Und auf diese blöden Granatenwerfer passen wir auf jeden Fall diesmal mehr auf als beim letzten Mal. Oh, wir müssen ganz schnell die Herzen mitnehmen, weil die spawnen diesmal ein bisschen schneller. Weil wir leider dieses doofe Artefakt mit haben. Alter, wie hoch ist denn bitte die Cooldown von unserem Active Item? Wir müssen ganz dringend, aber so richtig dringend. Kannst du bitte einfach sterben? Danke. Unser Artefakt loswerden, dass das hier alles so doof ist. Das ist ja mega dumm. Wie lang einfach die Cooldown ist. Okay, aber das resettet sich zumindest, wenn man einen neuen Raum betritt. Das ist doch schon mal nett. So, alles einfrieren. Das ist halt mega OP, dass man einfach in jedem neuen Raum die Dinger einmal alle einfrieren kann. Bin ich OP, wie wir sagen. Ja, Leute, findet ihr das auch OP? Ich find's OP. So, da haben wir einen Shop. Dann können wir auf jeden Fall unsere Artefakte loswerden. Alles cool. So, what do we have? Give me something cool. Cool, 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 cool. Du hast eine Bitter Herb. Du hast 2 Max AP. But you get what? Was? Aber du kriegst 1 Damage. Das ist okay. Das ist okay. Das hat mich doch schon mal umgebracht, oder? Ich glaube schon. Gleich in der ersten Folge, glaube ich. Plus 1 Max AP, if you buy all 3 weapons in the shop in one visit. Ach du Kacke. Okay, also das bringt uns, glaube ich, nie was. Guck mal, eine 16er-Dings hier. Ich weiß nicht, ist unsere Waffe gut genug? Hier, das sieht so aus wie so ein Drill-Ding. Ich glaube, unsere Waffe ist aber cool für Bosse, deswegen behalten wir die mal. Klingt soweit auf dem Papier auf jeden Fall ganz nett, wenn wir die alle vergiften können. Ein Herzchen, nehme ich doch auf jeden Fall mit. So, wenn der rauskommt, jetzt frieren wir ihn ein. Wieso ist der nicht eingefroren? Sind wirklich nur Gegner eingefroren, die aus dem Boden rausgucken? Okay, sehr interessant. Die Gegner sind also vor der Kälte geschützt, wenn sie im Boden sind. Increase Movement Speed for Enemies. Mega dumm, aber nimm mich mal mit. In den Geheimraum gehen wir natürlich auch nochmal rein. Und frieren wieder alles ein. Nice. Oh. Wieso? Oh nein, ich habe mir selbst weh getan. Oh Gott, das ist nicht gut. Oh nein. Okay, mega nerviger Raum. Holy shit, in Mittel. Wir müssen. Oh, Alter, diese Scharfschützen sind ja ultra nervig. Kannst du bitte einfach rausgehen? Okay, danke. Boah, ich hasse das. Kann er. Okay, er tötet sich zumindest selber mit seinen komischen Granaten. Das ist ja auch gut zu wissen. Alter, okay. Diesen Raum mag ich gerade überhaupt gar nicht. Der ist super assig. Ach du Kacke. So komische Gegner hier. Boah. Mit Scharfschützen zusammen und alles Mögliche, das erinnert dann schon so ein bisschen an Nuclear Throne. Ne, nicht an Nuclear Throne, sondern an das andere. Lol, GG. Wie ist das andere Spiel nochmal?
War das Nuclear Throne? Doch, ich glaube, das war Nuclear Throne. Ja, ich meine Nuclear Throne. Herzchen, ja. Wenn wir zum Boss kommen, dann haben wir sowieso wieder volle Leben. Ist da vielleicht irgendwo ein Geheimraum? Seht ihr einen? Ich sehe keinen. Ich sehe nur diese kleinen süßen Digger, die hier aus den Löchern rauskommen. Ah, oh, wir haben schon wieder so wenig Leben. So, schnell einfrieren, sonst schubst du uns gleich wieder irgendeinen Kack in die Fresse. Da habe ich gar keine Lust zu. Granaten im Gesicht, das mag der kleine Dizzy nicht. Nein, nein, nein. Und auch alle anderen Enten hier mögen das nicht. Das geht auf keine Entenhaut. Apropos Ente, Leute, habt ihr schon mal... Also erstens, mögt ihr überhaupt Ente? Ich finde Ente ja super geil. Das ist eines meiner absoluten Lieblingsgerichte. Muss man einfach mal so sagen. Ente Chop Suey, mega geil. Eines meiner absoluten Lieblingsgerichte bestelle ich auch sehr, sehr häufig, wenn ich mal was bestelle. Aber neulich habe ich auf jeden Fall Ente gegessen. Und ich habe eigentlich gesagt wieder Ente pikante Soße. Und das habe ich bekommen, Leute. Ich habe Erdnussbutter bekommen. Ente mit Erdnussbutter. Richtig strange. Ich habe es trotzdem gegessen. Und es hat ehrlich gesagt gar nicht so scheiße geschmeckt. Müsst ihr auch mal probieren. Ich weiß nicht, vielleicht hat er einfach Peanut gehört. Peanut statt pikant. Warum auch immer ich einfach Englisch sprechen sollte. Oh Gott, ich sterbe hier. Okay, ich wär schon ein paar Mal gestorben. Hätten wir nicht diese komische Fähigkeit von dem blauen Bird. Oh Gott, ey, na, lasst mich doch alle in Ruhe. Okay, alle einfrieren. Wieso habe ich das nicht schon vorher gemacht, ich Dummkopf? Aua, oh nee, wir haben noch ein Leben. Oh Gott, nein, bitte lass mich in Ruhe. Bist du bitte tot? Alter. Okay, das ist jetzt super dumm. Ach du Scheiße. Was bist du? No lock the secret doors, ist okay. Ach du Kacke. Okay, wir haben gar keine Leben. Nein, ich will nicht schon wieder so komisch hier verlieren. Ich will doch zumindest mal ein bisschen weiterkommen. Aber mit einem Leben sieht das irgendwie jetzt nicht so ganz geil aus. Vor allem, ich sterbe einfach, wenn ich in meine Grütze da reinfall. Der tötet mich hier locker. Irgendwas. Ich sterbe durch meine Grütze, das war so klar. Mann, ich krieg nichts hin in diesem Spiel. Der Charakter ist eigentlich ganz geil, aber seine Anfangswaffe ist halt kacke. Er wirkt aber auf mich so ein bisschen tanky zumindest, oder? Oh Leute, die sind alle blöd. Probieren wir es nochmal mit Decidius, oder? Weil der so schön OP ist. Ein Try machen wir noch. Hier mit unserer OP-Piranha-Pflanze, wie Kim sagen würde. Hui! Alter, Dizzy ist halt auch noch schneller. Der ist wirklich OP, ne? Aber so um reinzukommen ins Spiel, ist Dizzy, glaube ich, ganz cool. Vielleicht dürfte ich ihm nur zwei Leben geben. Wäre er dann vielleicht ein bisschen balanceder? Ja, der könnte natürlich sein. Aber ich so auch balance, weil ich aber schlecht bin in diesem Spiel. Easy. Wisst ihr, was mir übrigens aufgefallen ist, Leute? Was haben wir hier? You can't pick up parts. Na gut. Beim Schnipsen, ne? Viele denken bestimmt, beim Schnipsen würden die Geräusche beim Daumen und Mittelfinger kommen. Einfach weil man die ja benutzt, um zu schnipsen. Aber nein, Leute, achtet mal ganz genau drauf, wo das Geräusch kommt. Das Geräusch entsteht nicht bei Daumen und Mittelfinger, sondern an eurem Handballen unten. Ja, ja, Leute. Könnt ihr schnipsen, Leute? Könnt ihr schnipsen? Und dann achtet mal drauf. Wenn ihr nämlich euren Zeigefinger von der anderen Hand da zum Beispiel dahin haltet, wo euer Mittelfinger dann aufkommt beim Schnipsen, dann merkt ihr, da entsteht ja gar kein Geräusch mehr. Ja, Leute. Das heißt, das Geräusch entsteht beim Klicken auf den Handballen. So, wieder was gelernt. Habe ich selbst herausgefunden. Gut, oder? Dizzys Weisheiten zum Leben. Ich könnte auch Physiker werden oder so. Tontechniker. Das not allow you to pick up any artifacts. Das ist dumm, will ich nicht. Wie geht's, Boss? Hallo, Newt. Ich bin der OP Dizzy. Hier, friss das und überhaupt und alles. Oh, er schießt gleich mit seiner Zunge hier raus. Guck mal, den können wir locker easy töten. Wir haben hier sogar noch unsere geile Fähigkeit, die auch OP ist. Dizzy ist einfach ultra OP. Ist ja unfassbar. Pow, pow! Engelsflügel-Attacke! Guck mal, er macht einfach gar nicht seine Spawn-Attacke. Was ist denn los mit Newt? Newt, bist du irgendwie krank? Okay, er kann sie doch noch. Ich habe mir gerade schon Sorgen gemacht um Newt. Ah, wir können keine Herzen einsammeln. Das ist natürlich dumm. Und RIP. So, was hast du Schönes? Eine Eggbomb. Ability to lay on spawning eggs. Au, ey, was? Nein, bitte weg. Hallo? Lay? Ach so, das ist eine aktive Fähigkeit, ne? Und dann explodiert das Ding. Ja, mega dumm, will ich nicht. Was haben wir hier? Doubles the chunks to loot more keys. Ultra gut.
Der Projectile Speed des Reduced ist auch okay, weil ich glaube, unsere Fische sind sowieso schnell genug. Jetzt brauchen wir aber richtig schnell einen Shop, würde ich einfach mal vermuten. Weil sonst können wir uns nicht mehr heilen. Und nicht heilen bedeutet, wir haben keine Herzen, um Sachen zu überleben. Und wenn wir nicht überleben können, dann können wir nicht weiterspielen. Dann endet diese Folge natürlich schneller, was gut wäre. Aber dann würden wir halt nichts freischalten. Das ist auch so eine Sache, Leute. Man kann in diesem Spiel überhaupt nichts freischalten. Finde ich komisch. Außer vielleicht Achievements, aber sonst. Und noch eine Sache ist... Double Cooldown Time ist okay. Noch eine Sache, die ich zu bemängeln habe, ist, dass man im Spiel selber keine Waffen findet. Man kriegt neue Waffen wirklich nur beim Shopkeeper. Wie findet ihr das, Leute? Ich finde das ein bisschen befremdlich zumindest. Wäre doch schön, wenn man zumindest ab und zu mal eine Waffe irgendwie finden könnte. Dass sie einfach irgendwie random rumliegt oder so. Oder nicht. Okay, so, wir müssen auf jeden Fall unsere Artefakte loswerden. 3 Stück sind es an der Zahl. Hoffentlich ist da irgendwas bei, das uns HP gibt. Aber schon. Enttäuscht mich nicht. Okay, zumindest ein Herz. Weapon Deals, mehr Damage. Für jede Coin, die du hast, mega gut. 25 Chance to drop a heart when you take damage, auch gut. Plus ein Coin for each artifact that you will pick up. Okay, jetzt sind wir aber, glaube ich, richtig OP. Mega krass. Behalten wir unsere Piranha-Pflanze? Ich sag immer Piranha-Pflanze. Wir behalten aber unsere Piranha-Waffe einfach mal. Ach ja. Ansonsten bin ich gerade irgendwie... Nein! Bitte geht alle weg von mir! Oh Gott, das war richtig knapp. Wir haben nur noch 2 Leben. Hätte mich da irgendwas getroffen, egal was, wäre ich einfach tot gewesen. Das war richtig risky. Holy crap. Boah. Okay, ich weiß gerade nicht, was ich so richtig aufnehmen soll. Ich habe halt Blazing Beaks die ganze Zeit, aber immer nur Blazing Beaks ist langweilig. Revenger finde ich auch so ein bisschen komisch mit dem Zusammenschneiden und so. Macht mir in letzter Zeit auch nicht so viel Spaß. Ich warte halt auf Mario Maker. Weapon Range schon wieder runter. Ach du Kacke, ey. Ja, aber irgendwie ist meine Video-Output-Dingsbums gerade ein bisschen komisch. Ich weiß nicht so richtig, was ich spielen soll. Vielleicht ist das dieses Sommertief, von dem alle sprechen. Und wie gesagt, ich bin auch ein bisschen sad, dass ich heute nicht streamen konnte, weil mein Bruder hier ist. Wer fragt, ich wollte The Legend of Zelda Breath of the Wild spielen. War ja jetzt auch irgendwie Breath of the Wild 2 tatsächlich angekündigt. Bin gespannt, ob sie es wirklich so nennen. Wäre ein bisschen lame. Ich würde mir halt irgendwie wünschen, dass sie es so ein bisschen machen wie bei Ocarina of Time und Majora's Mask. Weil Majora's Mask war ja auch einfach auf demselben Grafikstil und auf derselben Engine wie Ocarina of Time. Aber, die Waffe sieht cool aus, ich nehme die mal mit. Aber halt viel düsterer. Und das hoffe ich mir irgendwie auch von Breath of the Wild 2. Man hatte schon irgendwie einen Boss gesehen, der sah sehr, sehr düster aus. Der hat mich so ein bisschen an einen Dark Souls Charakter erinnert. Und wenn die irgendwie die Richtung gehen bei Breath of the Wild 2, dann bin ich sehr, sehr glücklich. Weil Breath of the Wild ist halt ein cooles Spiel, finde ich zumindest. Gibt da auch geteilte Meinung, aber ich finde es ganz cool. Und ja, ich hoff, die behalten halt diese Engine bei, aber machen das Spiel... Wir sind schon beim zweiten Boss, okay. Aber machen das halt alles ein bisschen düsterer. Das finde ich ganz, ganz toll. Von mir aus können sie auch alles so lassen, wie es bisher ist. Eine neue Welt halt natürlich, eventuell. Und dann halt schöne, tolle Bosse. Und vielleicht noch ein bisschen das Kampfsystem ein bisschen abändern, dass es tatsächlich so ein bisschen mehr wie Dark Souls wird. Aber nur so ein bisschen. Ich meine, das Anfangs Zelda war jetzt auch schon ein bisschen Dark Souls-mäßig. Aber vielleicht noch irgendwie so ein... Nee, es gibt auch jetzt schon so ein Parieren, oder? Bin mir gerade gar nicht so sicher. Ich könnte dir voll den Schwachsinn erzählen. Ich glaube, man kann auch ausweichen an so einem Kack. Ich glaube, das ist jetzt schon auch sehr Dark Souls-like. Nicht so heftig Dark Souls-like. Also es verzeiht dann schon ein bisschen, aber schon so ein bisschen. Ich glaube, beim Kampfsystem kann man trotzdem noch so ein bisschen machen. Pow, 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 pow. Macht Nintendo ja sowieso momentan. Dass sie relativ viel... Wie wurde ich da nicht getroffen? Dass sie sich relativ viel gerade von From Software abgucken. Da bringen die gerade ein paar Spiele raus, die so ein bisschen diesen Dark Souls-Flair haben. Finde ich aber nicht schlecht. Ich mag Dark Souls. Ihr sollt lang, wenn wir uns nicht treffen lassen. Oh, nein, eine echt noch. Oh Gott, wenn er uns trifft, sind wir halt tot. Okay. In seiner zweiten Phase wobbelt er nicht so lange rum. Das ist höchst interessant. Das wusste ich nicht.
Danke für die Herzchen. Wir haben auch immer die Chance, dass Herzen droppen, wenn wir Münzen einsammeln. Ability to teleport yourself to the edge. Mega dumm. Nehme ich aber einmal mit, damit wir es haben. Double the amount of coins you currently have. Oder gib dir 10, wenn du keine hast. Oh, dann kriegen wir 18 Münzen oder was? Also wir haben dann 18. You can't pick up keys. Wir haben sowieso schon 4. Passt schon. Wir gehen mal wieder den roten Weg. Glaubt ihr, Leute, dass wenn wir den roten Weg gehen, dass hier am Ende ein anderer Boss auf uns wartet? Das wäre natürlich cool. Dann würden wir zumindest mal einen anderen Boss sehen. Dann wäre ich zufrieden mit dieser Folge. Ich war auch am Hadern, ob ich die letzte Folge hochlade, weil wir da gar nichts gerissen haben. Das finde ich halt immer kacke, wenn man... wenn man eine Part hat, wo man dann halt spielt, aber so gar nichts reißt. Ich weiß nicht. Und dann bin ich nicht zufrieden mit mir, wenn man halt nichts Neues sieht. Ist das einfach nur so ein Rumgedaddel, aber irgendwie... Ich will halt Progress haben. Deswegen finde ich das immer blöd. Wenn ich da irgendwie zu schnell sterbe, dann kommt es auch mal vor, dass ich ein Video lösche. Dann ist halt das weg, was ich alles gelabert habe. Und das ist dann immer ein bisschen schade, aber... keine Ahnung. Das ist ja fies. What? Hier gibt es einfach irgendwelche Pflanzen, die... die Gift wegschleudern. Ich gehe mal davon aus, dass es diese komische Pflanze hier, die da links. Kann das sein? Wir probieren es mal aus. Die da, oder? Nee. Dann die da vielleicht? Hä? Ist das ein Artefakt? Was ist das? Was war das denn für eine komische Pflanze, die hier Gift ausgesondert hat? Hä, ich will das wissen? Hallo? Okay, keine Ahnung. Vielleicht war das vom Gegner. Das kann auch sein. Nee. Kein Geheimraum, so wie ich das sehe. Das ist ja super dumm. Ich glaube, ich sterbe hier relativ schnell, weil ich halt diese Ebene nicht kenne. Die irgendwie ultra stretchy. Also, ja, die rote Ebene wirkt auf mich schwerer als die gelbe Ebene. Wenn ich das mal so sagen darf. Wie seht ihr das? Weißt du, ihr könnt mir mal sagen, wer von euch dieses Spiel hat. Oh, Shop, danke. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren, ob das überhaupt irgendwer spielt. Ja, gib mir bitte Leben, danke. 3 Seconds for Secret Door Indicator, das ist okay. Oh, eine Brechstange. Die wollte ich auch schon immer mal haben. Ich kann mir vorstellen, dass die Brechstange mega stark ist. Ist halt natürlich irgendwie eine Nahkampfwaffe. Die linke Waffe sieht auch mega cool aus. Wollen wir die Brechstange holen? Wir haben dafür so wenig Leben. Und wenn hier irgendwelche Gegner kommen, die wieder ihre Giftwolke spawnen, dann ist das alles kacke. Die Waffe sieht halt cool aus. Ich kaufe mir die Waffe, Leute. I don't care. Da ist so ein kleines Jojo oder so drin. Oh. Ja, geil. Oh, die sind süß. Sind das die Schnecken? Die sind süß. Holy shit. So ein bisschen japanisch. Okay, ich habe jetzt nicht so richtig gedacht, was diese Waffe macht. Anscheinend bleibt die in der Luft kurz stehen und dann macht sie so einen Laserstrahl. Geht dieser Laserstrahl einfach zu einem Gegner hin, zum nächstgelegenen? Man weiß es nicht. Ja, leider nichts Neues gesehen. Na doch, eine neue Waffe zumindest. Neue Waffen ausprobiert, das ist doch auch schon mal was. Gut, dann hoffe ich, ihr hattet trotzdem Spaß mit dieser Folge. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bye, bye. Tschüss, tschüss. Bye, bye, lalalalo.